Space. The final frontier. Motivationslagen. Schauen wir uns mal die Motivationslage von Halle an bei dem Shitwetter. Halle. Freiheit, Finger. Freiheit. Mal sehen hier, was aus dem Hund wird hier. Ha? Zuversichtlich. Ha? Halla. Also ganz wichtig ist bei der den Stammbaum. Wenn es packt, ja, ist es bestimmt eine sehr interessante Sache, wie man da weitermacht. So, komm. Recht, Halla. Halla! 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 Schlecht. Hm? Süße. Wie alt bist du denn hier? Halla! Halla! Oh! Die erste Verweigerung, hä, Süße? Komm her! Halla! Ha, sorry! Halla! Aber man muss auch noch schnell sein mit fast 70, sonst klappt das nicht. Man muss mal ein bisschen beweglich sein noch. Gell, Halla? Wir machen das schon hier. Oh, und da ist der Bruder. Marius. Prost. Super. Marius. Marius.
Marius. Mal sehen, wie groß das der Hund wird. Zwischen 80 und 90 Schulterhöhe. Hä? So. Ja, Marius hier. Hä? Wie ein Pferd, gell? So. Marius. Oh, recht. Marius. 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 So, fine. Ja, so ist es, Leute, und nicht anders. Ihr wisst es Bescheid. Ja, und so sieht der Stammbaum von Haller aus. Und wichtig jetzt, wenn wir da hinten reingehen, hier ist Amata und hier ist Amix. Amix und Amata sind hier Geschwister. Jetzt gehen wir mal da rein hier, weiter rein, zu Hype. Und was sehen wir hier? Da gehen wir weiter zu Atlan, das ist Tom, Sputnik, aber das ist ja wichtig hier. Und da kommen wir bei Sandy zweimal zu Diaz, der von Ari Leitinen gezüchtet ist und auch ganz hinten rein zu Finnbeck, das ist ganz auch wichtig. Da haben wir sie alle zusammen dann. Wichtig ist auch, dass da eine Mühe da drinnen ist. Ja, so ist es eben, ja. Wenn man richtig züchten will. So, und da geht es dann weiter mit der Halle. So gut will, wenn sie auch Lied läuft, muss sie natürlich auch laufen. Also nicht nur gut aussehen, sondern auch laufen können. Und zwar mit Passion.